Heute, wir sind ja als Familienprogramm dazu verpflichtet und machen es gerne aus tiefster Überzeugung. Heute geben wir für Sie wertvolle Bastelanleitungen. Osterschmuck fürs traute Heim. Eier ausblasen, Eier bemalen, den Osterstrauch dekorieren. Alles nachher gleich bei uns. Zwei absolute Top-Gäste. Und Sie wissen, es gab ein bisschen unschönen Ärger um unser Zuwanderungsgesetz. Unser Bundespräsident Johannes Rau, danke, muss noch unterschreiben. Und Edmund Stoiber, der Kandidat, wie ihn viele ängstlich nennen, will Johannes Rau einen besonnenen Brief schreiben, in dem er ihm schreibt, bitte unterschreiben Sie diesen Brief. Ja. Johannes Rau zögert noch mit der Unterschrift, weil er hat Angst, wenn er unterschreibt, dass man ihm schnell eine SPD-Spendenquittung unterjubelt. FDP-Vize Rainer Brüderle, demnächst bei uns zu Gast, möchte ein Allparteiengespräch. Das ist der rheinland-pfälzische Begriff für Weinprobe. Helmut Zerlett and the Easter Bunnies. Das hier muss ich nachher alles bedienen. Ja, klar. Eierfarben und dieses ganze Ding hier, Eieruhr und so weiter. Das muss ich alles bedienen. Ja, wieso denn nicht? Haben wir doch so abgesprochen. Ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja viel zu kompliziert für mich alles. Ach, klar. Das hier kenne ich noch aus meiner Zeit in der Studentenbude. Ja. Man hat vor sich hingeköckelt. Ja. Ist meistens mal schnell weggegangen, kam zurück, hat es vergessen und dann war das innen alles angebrannt. Ja. Heute Abend haben wir zwei absolute Top-Gäste, meine Damen und Herren, bei uns zu Gast. Ein echtes Genie. Ein Mann, der seit 17 Jahren Platz 1 in der Weltrangliste des Schach ist. Hat angeblich 2,5 Millionen Varianten im Kopf, was Schach angeht. Heute Abend, dieses Buch hat er mir geschenkt hier. Kasparov against the world. Heute Abend bei uns die Schachlegende Garry Kasparov. Und Mr. Kasparov spricht Englisch, er spricht angeblich 15 Sprachen. Ja. Und ich habe festgestellt, dass ich überhaupt nicht weiß, wie die Schachfiguren auf Englisch heißen. Wie heißt sie? The Tower, ja, The King, The Queen, The Horse, The Jumper, The Runner. The can you move the runner only diagonal? Und I always open with the farmer. Sagt man das? With a rancher. With a rancher. Fiel mir gerade ein, hello Mr. Kasparov, nice to meet you. And I'm happy to meet a genius. Und da fiel mir ein, ich weiß nicht, was Bauer heißt im Schach. Heißt es Bauer? Wie? Pawn? The Pawn. Ja. Ah, P-A-W-N. Ja. Guck mal an. Und the Pawn. What Helmut Alice knows. Ja. Unbelievable. Und Läufer heißt Bishop. Bishop. Deswegen hat er auch diese komische, diese klassischen Figuren. Die haben auch so einen komischen Hut. Wie so ein Schlitz hat er drin, genau. The Bishop, ja. The Pawn. Ach, deswegen, das ist aus That's Life. Ich habe mich immer gewundert, was das heißt. Yeah. I've been a beggar, a pawn and a king. Genau. Wie sind das lauter Schachfiguren, die der da aufzählt? Ja, Bishop, Pawn and a King. Ach so. Und was heißt der Springer? The Horse. Ich werde einfach nur Züge erwähnen, in denen Bishop und Pawn. Isn't it so that in modern chess, oh, das ist auch wichtig mit Chess. Chess heißt Schach. Chess. Ganz wichtig zu unterscheiden von Jazz. Ja. Jazz. Kann man schon mal wegnuscheln. Chess. Do you play Jazz? No, I mean with the Pawn and the Bishop. Yes, Chess. Gibt auch ein Musical, das Chess heißt. Habe ich mal gesehen, hat einen großen Hit. Und? One Night in Bangkok. Kennst du nicht? Ja, klar. One Night in Bangkok makes the whole world. Das ist Chess aus dem Musical. Echt? Hm? Von Björn Ulvaeus. Das sind doch diese zwei, die man nie unterscheiden kann, diese Knäckebroterben. Von Benny, Babi, Abba und Agneta. Ach, die haben das geschrieben. Nee, nur Björn und Bobby. Wie heißen denn die Abbas? Agneta, Anna, Fried? Benny und Björn. Benny und Björn? Ja. Ja, und es hat Björn geschrieben. Ja. Björn Ulvaeus. Björn Ulvaeus. Das ist Mr. Kasparov, the King of the Pawns.
2,5 Millionen Varianten. Unglaublich. Und, meine Damen und Herren, eine tolle Sängerin, die zum letzten Mal bei uns war. Die Anke hat nochmal nachgeguckt. Am 8. November 1996. Das hier ist die neue Single Soak Up the Sun. Und das ist die neue CD, die demnächst erscheint. Come on, come on. Live hier bei uns mit Ben. Großartige Frau, Sheryl Crow. Nächste Aktion hier für mich, Wasser anmachen. Ja. Hallo? Na, aber du das kleine, lange na, du kleiner Topf. Kennen wir uns nicht? Tolles Wortspiel, oder? Sag mal, Wasser, du bist ja schon ganz nass. Das ist die Moderatoren-Vollidioten-Service. Schon vorgewärmtes Wasser. Ja? Aber ich brauche nicht, denn Technik ist meine Welt. Und hier stellen wir gleich mal. Oh, hat das mittlerweile viele Stufen. Ja. 12, ich mache auf die höchste. Ja? Ja, denn ich muss ja die Eier warm machen. Zu meiner Zeit im Studentenwohnheim hatte es nur 3 Stufen. Und es macht so. Und jetzt, hör mal, stufenlos. Ha? Das ist, glaube ich, von Modell zu Modell unterschiedlich. Wirklich? Gibt es die guten alten auch noch? Ja, mit Sicherheit. Wahrscheinlich in diesem Versand, wo es gibt sie noch, die guten Dinge. Tu mal den Deckel besser runter. Den Deckel runter? Wieso? Ja, der wird schweineheiß. Der Deckel wird schweineheiß? Ja. Ist das nicht isoliert? Ist das wie so ein Billigpott? Ja. Aber ich möchte mir eigentlich dieses hier nicht entgehen lassen. Ha, ist das heiß! Ja, okay, dann mach. Ha, ist eine Schüssel. Magische Fähigkeiten. So, da mache ich nachher das Ei heiß. Ja, hoffentlich komme ich überhaupt dazu. Wir haben auch zu viele Geschenke gekriegt. Und Garry Kasparov wurde geboren in Baku in Aserbaidschan, meine Damen und Herren. Und ich zeige Ihnen mal kurz, wo das ist. Aserbaidschan. Aserbaidschan liegt am Kaspischen Meer. Hier, schauen Sie mal. Hier wurde Garry Kasparov geboren. In Aserbaidschan, am äußersten Rand der ehemaligen Sowjetunion. Hier, Aserbaidschan. Hätte man auf Anhieb auch nicht gewusst, oder? Nee. Obwohl man es häufig in Nachrichten gehört hat, jetzt hört man es nicht mehr so häufig in Nachrichten. So, hier ist alles so wahnsinnig voll, das irritiert mich. Weißt du, normalerweise ist hier nicht so voll. Das irritiert mich. Warum steht dieses Wasser hier? Zum Abschrecken? Ja, ist kalt, oder? Ist kalt, ne? Ja, ist kalt. Ah, es ist kalt. Das ist der Eierlöffel, in dem ich es abschrecke. Das ist, ja, genau. Und das hier sind die ganzen Farben. Kann ich das alles überhaupt bedienen? Ja, klar, ich erkläre dir das. Oh, das ist aber schön hier. Das ist der Palmzweig, wie man sagt. Ist das ein Palmzweig? Das ist ein Osterstrauch. Ja, genau. Wie heißen die denn? Sind das Forsythien? Oh, keine Ahnung. Ich kenne jetzt seit neuestem so ein paar Pflanzen und versuche die immer anzubringen. Bougainville, Forsythien oder ist das Rhododendron? Oder ist das, wie heißt das, das fleißiges Liebchen? Lieschen. 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 Wie heißen denn diese Pflanzen hier? Die knospen ja schon. Das sind keine Weiden-Dings? Nee, ne? Helmut, sind das Weiden? Wie? Keine Ahnung. Für mich ist alles Ginster. Für Helmut ist alles Ginster. Ach so. Ja, für mich sind zum Beispiel alle Nadelbäume Fichten. Ja, weil ich natürlich nichts unterscheiden kann und Tanne wirkt für mich zu popelig, also sage ich, wunderbar, diese Fichten. Dabei sind es manchmal Thujas. Was war das hier? Es sind Schlingweiden. Schlingweiden? Schlingweide. Was heißt Weide auf Englisch? Willow? Keine Ahnung. Willow, yes. The wind in the willow blows. Blueberry Hill. The wind in the willow blows. Love sweet melody. For all the vows we made. Vielleicht könnte ich bei Mr. Kabarov das Gespräch eher auf Fats Domino lenken. weil ich da von den Vokabeln her. Hi, how was your last movie? Das sind Sätze, die ich flüssiger drauf habe. Dieses Schachvokabular habe ich überhaupt nicht denn. How important is the pawn in chess? Das müsste eigentlich schon, reichen, oder? Are you shocked when you lose the queen? I used to play chess in my Volksschule. I always tried to protect the queen with a bishop, which cost me 2 pawns, all the pawns. And do you cheat? Heißt betrügen Sie? Cheat heißt. Do you cheat? Das geht schon, das geht schon. Ich werde Ihnen also.
Er macht häufig Urlaub in Kroatien. 50 Tage im Jahr. Fitness. You spend 50 days a year in Croatia. Is it beautiful there? How do you like our villa? My last willow. Oh. all the 2 million willows in my garden go to my family. Bei der Testamentseröffnung. So. Die Häuser, das betrifft sie nicht, aber sie haben 2000 Schlingpflanzen geerbt. Hier, Mr. Kasparov hat mir eine Widmung reingeschrieben. To Harald Schmidt, to your continued success. Thank you. Very optimistisch. To your continued success. Gary Kasparov, born in Baku und Sheryl Crow live. Tolle Nummer und tolle Platte. So eine richtige CD, die man durchhören kann. Es gibt ja viele CDs, da kann man nur einen Titel hören oder so und dann die anderen nicht mehr. Aber die kann man durchhören. Das hier habe ich gezeigt. Jetzt kommt diese ganzen Eier hier. Das mal. Wozu brauche ich denn Essig? Ach so, für nachher für das Eierfärben. Ja. Hoffentlich komme ich überhaupt dazu, zu diesem Eierfärben. Das wäre meine große Angst. Ah, was macht mir das Wasser? Nein, das ist ja isoliert. Nein, es kocht. Aber es ist isoliert, weil, was ich mich frage, ob Starnke jetzt bei Stern TV den Schlauch schon wieder raus hat. Sie zu Hause wissen das. Zappen Sie mal kurz rüber, aber nur kurz. Und schon vorbei. Wir haben versucht, das rauszukriegen, aber die Kollegen von Stern TV wussten es auch nicht und halten es auch sehr geheim. Ja. Denn sie muss ja noch dieses tolle, aufregende Fußballspiel Deutschland gegen USA. Hat Rudi eigentlich jetzt 8 Freiwillige gefunden, die mitmachen? Das wissen wir auch nicht, wie das ausgegangen ist. Und schauen Sie sich das ruhig an, aber sobald der Schlauch wieder draußen ist und Mütze Starnke umarmt, ja, wieder zu uns zurückkommen. Ich glaube, das hier wird nicht heiß, weil das ist doch ein anderes Metall. Also eben war es in der Probe sehr, sehr heiß. Ja, aber das leitet doch nicht. Das unten ist doch PO4 und das ist oben ist H2N03. Ja, genau. Und das leitet ja nicht, weil die Protonenzahl im äußersten Ring kleiner ist als Alpha. Jetzt trage ich erstmal vorösterlich ins Klassen, was, oh, die Umfrage mit der Politik, das hier. So, jetzt trage ich erstmal, Vorsicht, das ist heiß hier, nicht, dass er euch verbrüht, so ein Standardsatz, nicht, dass er euch verbrüht. Jetzt trage ich erstmal ein, wer ist krank? Krank ist Gisela. Gisela, krank, entschuldigt. Wer noch? Niki hat Sonderurlaub. Sonderurlaub? Ja, Sonderurlaub. Wegen besonderer Tapferkeit vor dem Feind oder warum? Nein, das ist halt ein besonderer Anlass, so wie... Familiär? Genau. Zu familiär, um es hier zu sagen? Ja. Sag's mir nachher leise. Ja. Niki? It boils. My water's brutal. Can you show it? Or beschlagt sich die Linse? Live in Sat 1, kochendes Wasser! Ja. Wahnsinn! Would you like a cup of tea, Mr. Kasparov? I put the water runter. Yes. Stell mal das Wasser klein. On 4? Bitte? Auf 4? Auf Stufe 4. And I put the Deckel schräg. Wird jetzt doch heiß. Ja. Ja, aber nicht von innen, sondern von außen, von diesem Dampf. So, heute ist heute Mittwoch, der 27.3. Ja. Thema war Unterschrift. Bundespräsident und Chess. Und Starnke-Schlauch. Ich frage mich, ob sie sehr geschlaucht wirkt. Können Sie mal rüberschalten? Aber gleich wieder zurück. Kurz. Und? Noch im Koma. Okay.
So, wir werden das ja heute Abend sehen. Wir werden das morgen hier nachbesprechen. Ich werde es auch vergleichen, ob es besser war als meine Darmspiegelung, die ich bisher hatte. So, sonst fangen dann natürlich Sheryl Crow live. Das ist natürlich ganz wichtig. Sheryl Crow live und Schachgenie Garry Kasparov. So, jetzt kommen wir zu unserer Politikerumfrage. Und morgen ist ja schon unsere letzte Sendung vor den kleinen Osterfeiertagen. Und morgen kommt auch wieder die große Abstimmung. Wie entscheidet unser Team? Ja. Wie wählt unser Team? Denn unser Team wählt natürlich auch. Wenn morgen Wahl wäre, Bundestagswahl, dann würde unser Studiopublikum wie folgt wählen. Wahlberechtigt heute 244 Damen und Herren. Gültige Stimmen 222, entspricht einer Wahlbeteiligung von 91%. Merkst du echt, dass ich diese lockere Karl-Heinz Köpke-Selighaltung mittlerweile drauf habe? Früher hatte ich immer diese Anfänger. Hoffentlich fällt mir das Blatt nicht aus der Hand. Ja, jetzt habe ich diese Tagesschau-Sprecherhaltung. Und nun das Wahlergebnis, meine Damen und Herren. Da gab es mal Riesenaufregung, weil Karl-Heinz Köpke sich im Urlaub einen Schnauzbart hat wachsen lassen. Oh, das habe ich auch gesehen. Können wir auch mal einen Schnauzbart wachsen lassen? Im Urlaub vielleicht oder so. Vielleicht auch nicht. Du bist doch nochmal nah im Urlaub mit so... Ne, bist du nicht mal mit so einem Bart? Ne, wir hatten mal einen Bart angeklebt. Ja, genau. Nach dem Urlaub, aus Karl-Heinz Köpke. Und hat einen Prozess geführt gegen Wilhelm Stöck. Weil Wilhelm Stöck angeblich, als er gekündigt wurde, immer geraschelt hat im Off, während Köpke vorgelesen hat. Das stört er auch. Mach mal, raschel mal ein bisschen, wie sehr das stört, wenn ich lese. Und nun das Wahlergebnis. Das stört schon. Also mich stört's. Mich stört's. Ja. Mach nochmal. Das raschelt. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, ob nicht Köpke bei Stöck geraschelt hat. Ich auch nicht. Du kennst die beiden gar nicht mehr. Doch, das war vor natürlich. Deiner Zeit. Nein, kennst du eigentlich noch Basteln mit Tante Erika? Das war früher der Knaller, oder? Im Bayerischen Rundfunk. Basteln mit Tante Erika. Da habe ich dran gedacht, als ich... das ist hier aber jetzt schon, das riecht schon sehr verbrannt. Als ich jetzt hier mit den Eiern... Wenn morgen Bundestagswahl wäre, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann wie folgt. Auf die CDU-CSU 25,2%. Die SPD 27,9%. Die Grünen 15,3%, die FDP 24,3% und die PDS 7,2%. Das heißt, FDP deutlich über 20% und Grüne auch stark wie selten. Ja. Der Trend verschiebt sich. Er geht eindeutig zulasten der beiden Großparteien. Morgen, meine Damen und Herren, wissen wir mehr. So, jetzt, wie gesagt, das sind unsere Schlingweiden. Schön schon mit diesen kleinen Knospen dran. Das war ja meine Abi-Frage in Biologie. Wie kommt das Chlorophyll in die Pflanze? Das war doch, ich weiß es auch nicht mehr, aber relativ einfach, oder? Ich habe es nie gewusst. Und jetzt passiert Folgendes. Wir kommen jetzt zum Thema Single-Sprech. Der Single macht sich ein Frühstücksei. Das heißt, er sagt alles vor, was er macht. So, jetzt nehme ich gleich mal den Deckel hier weg. Es geht. Wenn man es länger hält, wird es heiß. Aber kein Mensch hält das ja so lange, verstehst du? Ja. Es sei denn, du bist Comedy-Star und nimmst den Deckel runter, ins Telefon klingelt und machst Hallo. Ah. Schon wieder vorbei. Jetzt nehme ich mal hier diese frischen Eier. Ja. Sag mir, ob der Ablauf der Handlung korrekt ist. Sehr gut. Diese frischen Eier aus, von frischen, freilaufenden Hühnern und die lege ich jetzt hier. Eigentlich was denn? Du musst erst Löchler machen. Mach ich nie. Ach, die platzen doch dann. Nein, ich finde dass mir gefällt es, wenn die Eier platzen und dann bilden sich so Schlieren außenrum. Das ist für mich so eine Art Rorschach-Test für die Landbevölkerung. Weil ich sehe dann immer so Figuren in diesen Schlieren an den Eiern außen dran. So, Löchlein rein, das kann ich natürlich auch nicht. So. Mach's, damit Sie es besser sehen können. Ah, eins ist schon drin. Und? Drücken. Jetzt kann ich es reingeben. Muss das nicht kochen, richtig? Zu sprudeln? Ja, eigentlich schon. Ja, also, weil ich es auf 4 gestellt habe. Ja, dann mach's mal wieder hoch. Ja, mach's mal wieder hoch, mach's auf 4. Noch eins? Ja, du kannst ja mal eins ohne Löcher reintun. Das Experiment. Und das nächste Ei gebe ich mal ohne Löcher.
So, da brauchen wir eine Eieruhr. Ist das hier eine Eieruhr? Ja, du kannst jetzt aber direkt die Eierfarbe mit dazu tun. Die Eierfarbe? Und ein bisschen Essig. Die Eierfarbe und ein bisschen Essig. So, 2 Esslöffel. Das machen wir. Italienisch oder so. Gemacht wird hier mit dem Esslöffel. Das ist Tafelessig, ja? Ja. Vinegar aus Branntwein. Man kann ja heutzutage sozusagen als Halbintellektuelle nicht mehr einfach Essig kaufen. Nein. Es muss ja irgendwie Moschino-Essig sein oder Essig aus dem Barrique oder aus dem Barock oder aus dem Barett. Ich weiß nicht was. Also Essig an sich geht nicht mehr. So, ist das die Eieruhr? Ja, aber du, das Färbemittel hast du jetzt vergessen. Das ist dieses Tütchen Iris, heißen die, glaube ich, dieses kleine Tütchen. Das kleine Tütchen Iris. Iris Eierfarben. Genau. Aha. Oh, hier sind ja auch die Malstifte und hier sind die Eierfarben zum Marmorieren und das hier sind die Bänder. Das ist ja immer das Allerschwierigste, das Band dran zu kriegen. Und ich muss ja noch auspusten. Ja. Aber doch nicht die harten. Nein. Jetzt gebe ich mal die Eierfarben rein. So, einfach aufmachen und reingeben. Naja, eins. Wie eins? Sind das mehrere da drin? Ja, sind unterschiedliche Farben. Kennst du das? Also, nur vom Zugucken, wie es andere gemacht haben. Ich habe es als Kind schon nie gerne gemacht. Ich gebe mal dieses Grün da rein, oder? Ja. Oder Blau? Ja. Grün oder Blau, was jetzt? Mama, Blau. Blau. Wie geht das auf? Das bröselt. Ist das giftig? Oh, das ist aber ein schönes Blau. Kann man das mal sehen? Ich kann es mal euch da hinten zeigen. Das ist ein schönes Blau. Ja, super. Ist das nicht eher Indigo? Möglich. Was hast du eigentlich für Stroh da auf dem Tisch? Bitte? Was ist das für Stroh? Ich bastel so ein Heutierchen. Oh. So ein Hähnchen. Ja? Das ist aber mit das Schwierigste. Ach, das geht. Ein Heutierchen. Ein Heutierchen. Hast du keinen Heuschnupfen oder so eine Allergie? Doch, aber... Ich brauche jetzt dringend eine Allergie, habe ich festgestellt. Wenn du keine Allergie hast... Jawohl, das ist Basteln wie bei Mutti. Auf! Jawohl! Manuel Andrack oder wie wir früher in der Zone gesagt haben, IM Laubsäge. Diese Heutierchen sind ja mit vom Schwierigsten. Ja, aber ich habe heute Mittag geübt. Es ist eigentlich ganz gut. Das ist jetzt der Schnabel hier, dieser Holz. Ich stelle mal hier runter ein bisschen. Das blubbert. Du kannst ja mal die Eier zeigen, die wir geschickt bekommen haben. Oh, die sind ja, also da muss man wirklich sagen, liebe Lucia, 65 Jahre alt aus Duisburg, hat uns bemalte Eier geschickt. Und das muss man sagen, das sind kleine Meisterwerke. Das sind kleine Meisterwerke. Schauen Sie mal das hier an. Ganz vorsichtig muss man damit umgehen. Motive aus der Show gemalt. Kann ich die hier an die Schlingweide hängen? Na klar. Aber nicht, dass uns die kaputt gehen. Ja, passt gut auf. Eins ist mir schon mal runtergefallen, das hat Sven geklebt. Ja, das ist der scharfe Sven, hat das kaputte Ei geklebt, das ist das hier. Und der scharfe Sven hat bald seine eigene Internetshow bei uns, ab 4. April, glaube ich. Ja. Unter www.schmidt.de, die Sven-Olaf-Schmidt-Show. Sven heißt auch Schmidt mit Nachnamen. Es werden nur Mitarbeiter eingestellt, die Schmidt heißen, damit ich mir leichter merken kann. Und das sieht aber toll aus. Da wird einem schon richtig österlich zumute. So. Guck mal, hier ist doch schon toll, oder? Das ist aber was. Super, oder? Ist das ein Hähnchen? Das ist ein Hähnchen. Kriegt doch noch Federchen. Oh, das ist ja das Schöne bei diesen Bastelabenden, dass man dann dabei so auch redet. Weißt du, Bernd, das ist ja was sehr, sehr Kommunikatives. So. Jetzt müssten aber meine ersten beiden schon soweit sein.
Ich hol die mal. Jetzt habe ich die Eieruhr gar nicht gestellt. Wie funktioniert eigentlich diese Eieruhr? Du musst da unten drehen. Und da ist so ein Fensterchen und da. Wo ist dein Fensterchen? Ja, da, nach vorne jetzt. Ja. Ach so. Oh, jetzt habe ich schon auf 28 Minuten gestellt. Null? Ja, was ist das denn? 55? Jetzt kann man es zurückdrehen, ist ja kaputt. Ich mache mal 2 Minuten, um zu hören, wie die klingelt. Lass mich mal 1 Minute. Um zu hören, wie die klingelt. Ist aber auch süß. Was sich diese Eierindustrie alles einfallen lässt, schon mal so kleine Teekesselchen. So, jetzt hole ich die mal raus. Kann ich die schon rausholen oder wie lange müssen die drin bleiben? Na, ich würde es noch 3 Minuten. Du kannst ja mal ein Ei ausblasen zum Aufhängen. Ja, ich blase jetzt mal ein Ei aus. Das war ja immer das, was man als Kind am liebsten gemacht hat. Also ich nicht, aber die anderen. Dazu muss ich es anpieksen. Ach so, man drückt das von unten so hoch, ja, das ja, wusste klar. Ich nicht. Einmal. Hilfe, da muss ich aber die Löcher ein bisschen größer machen, oder? Ja, da ist auch eine Sicherheitsnadel und ein Korkenzieher, wenn du es ein bisschen größer machen willst. Vorsichtig. So. Oh, Mensch. Vorsichtig. Kann man die nicht vorgebohrt da hinstellen? Soll ich hier mal eins bohren? Ja. Mit der Sicherheitsnadel geht das eigentlich ganz gut. Ach, mit der Sicherheitsnadel geht es besser, ja. Ich weiß nicht, hier ist die Sicherheitsnadel. Hier ist die Sicherheitsnadel und hier sind Eier. Bitte. Du bist größer, ja, komm. Noch größer. Ja, mach mal ein bisschen größer, da krieg ich doch nichts raus. Jetzt sind sie aber echt sehr groß. Mach nicht kaputt. Nee, nee. So. Ist leer. Ja. So, jetzt kann ich das bemalen. Ja. Mit diesen schönen Ostereimaler, 5 Maler mit Lebensmittelfarben. Aha. Ich mal mit Rot, fange ich mal an. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute aus, produziert wird das in Nesselwang. Oh, im Allgäu. Ja, ein Osterbier. Passend. Süß. Toll. Mit einem Häschen drauf. Ja. Was soll ich ihn draufmalen? Ein lustiges Gesicht mit Ohren. Das Ostern, das passt doch nicht. Ich mal vielleicht eine Blume, oder? So, ja, so ein Ding. Aber mit mehreren Farben. Hä? Oh, keine Lust. Ich hatte schon als Kind keine Lust zum Eier bemalen. Ja, dann hängst du so auf. Das Einzige, was wir immer gemacht haben, war in der Bäckerei Eier geklaut, Schokoladeneier. Und gucken Sie mal, ich klaue jetzt. Hör auf mit dem Quatsch. Jetzt haben wir hier, die Farbe ist jetzt okay, oder? Ja, jetzt ist okay. Jetzt können wir mal rüberholen und abschrecken. Ja. Eine schöne Farbe. Super. Ist das dieses berühmte Yves Klein Blau? Nein. Ja, sehr intensiv. Bitte? Sehr intensiv, ja.
Und das macht einigermaßen Spaß, aber viel eigentlich auch nicht. Diese ganze Bastelei war nie meine Welt. Und du siehst, das angestochene Ei und das nicht angestochene Ei, kein Unterschied in der Verarbeitung. Naja, willst du es jetzt essen? Wahrscheinlich sind die auch nicht richtig gut. Also. Ob das schon hart ist? Mhm. Ich mach den Test. Oh. Gibt es diesen Film, wo Paul Newman 40 harte Eier isst? Ja. Es ist hart. Haben wir Salz? Nö. Es ist nicht ganz hart, aber es hat eigentlich den idealen Härtegrad. Okay, schmeckt gut. Hätte man doch mehr ausbilden lassen sollen. Seit 17 Jahren Platz 1 der Weltrangliste im Schach, Garry Kasparov. So you stop your cooking career, huh? Yes. It's dangerous. Do you also? No. I looked at you and decided to stay away. Yeah. But you don't do this in Russia? No, somebody does. Not me. I play chess. You play chess. Nothing else. How long? I do other things, but not cooking. Yeah. Do you drink vodka? No, it's very, 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 very little. So it's just my consumption is well below the average. Aha, how much is the average in Russia? Wie viel trinkt ein normaler Russe so Wodka im Schnitt pro Tag? I don't know. I think it's quite high, but probably less than in Finland. About the same as in Finland? Probably less than in Finland. Ach so, weniger, aha, also die Finnen trinken noch mehr Wodka. So, chess is a sport? Yeah, it's about winning or losing, so it is a sport. Yeah. Do you lose weight while you play chess? Yes. Yes, yes, it's a long term, yes, 2-3 kilos, that's normal for you. Während eines Turniers 2-3 Kilogramm. And yeah. Do you eat special food? No, I always eat good food, so not prepared by people like you. Toll, geht jeden Tag zu McDonald's. Yeah. Yeah, exactly. I mean, so many people admire you because I think, may I say you're a genius? Maybe you wouldn't speak of a genius as yourself, but you are. Yeah, just you need to be, to have part of genius in yourself, yeah. from your parents to be number one in anything you're doing. Yes. Even if you're doing a TV show. Well, yes, me, but I'm not a genius. I'm just a little... But you don't have an exact scale in TV shows, yeah? Yes. Somebody likes it, somebody doesn't. But that's in chess, right. It's winning or losing, so... Yes. I won. And it doesn't matter whether somebody likes it or not. Is it possible to learn chess up to a certain level? Certain level, yes. Yes. Depends which level. How long do you practice every day? Today I haven't spent a minute. But that's not normal. That's, yeah, okay. It's when I'm at the training session, I would say I spend 6 hours on average. 6 Stunden jeden Tag. What do you do while you practice? I mean, you can play chess, and you, is it right, 2.5 million different possibilities? No, it's the entire database of all chess games is approximately 2.5 million games, but then you have to invent new ideas. So it's, again, to win you have to be creative. So when you have such a big database, yes, and everybody can look at that, so yeah. That's why you have to come up with something new to beat an average player. Yeah. Also man muss sich jeden Tag immer was Neues einfallen. And do you do it with a coach? I have an assistant, yes, who helps me just to work through all these lines. Yeah. And do you play with a computer? For everything you do today in the world, you need a computer. So yes. Because you have to process this megabytes of information, and without a machine, it's virtually impossible. But you're better than a computer. Yeah, okay, we are better to some extent, because we can think. Machine yes. just works. And it's very fast. Oh, it's not fast, it's beyond our imagination. Machine is beyond yes. our imagination, I mean, the speed is... Even faster.
than yeah, fast. Yeah, yeah. Just while we're talking, you know, just it could calculate probably, you know, billions of different possibilities. How important is the pawn in modern chess? I mean, it's the only figure I know. I have so much difficulties in... You start learning, yes, you know, yeah, from pawns. The pawns. Yeah. Do you have a favorite figure? No. I believe that any piece that is valuable now is most important. Yeah. Pawn, yeah, you know, in a game of amateurs, pawn is irrelevant. When you play... Okay, that's your role. Yes. Okay. When you go up, so that's every factor is important. So one pawn could decide a game. Yeah. So as you know, as in some elections, you know, one vote can decide everything. Yeah. Also, it hängt davon ab, auf welchem Level Sie spielen, und das ist in der Wahl. Da können auch die Bauern die Wahl entscheiden. Do you like playing this simultaneously chess against, for example, 50 people or so? 50 is a little bit excessive, yeah, but it's... How many are these on average? No, you can play 50, but normally I play 20 to 30, and it's a nice exhibition for the public, so people enjoy it, so it's a good way of promoting the game. Yes, but it's not something you really like or love to do? No, it's sort of professional obligations, you know, you do it, and you know, it requires some good physical conditions, but... It's a lot of entertainment, so, and I always take it seriously. I want to give people, you know, the best challenge. Is it right to spend your holiday every day in Croatia? Every year. Yeah, for the last 8 years I go to the Adriatic Sea. And by the way, I would be surprised if there's nobody in this audience that never visited Croatia, because part of this Adriatic coast is one German. Of the most beautiful coast of the... I think it's the cleanest sea in Europe, I would say, and there are many German tourists there. And what do you do there? Swim. Swim? You run, row. Yes, and it's a great place to recharge the battery. So it's like a sun battery. Go there, you take the energy, and then you spend it throughout the year. And that's what you need when you go to tournaments and for the rest of the year. Because for the rest of the year you spend it, and that's a place where you can actually, you know, receive it. That was really a pleasure for me to meet you, and please excuse that I'm such an idiot, and especially in chess. I mean, especially in chess. Yes, I saw another failure today. Where, here? Yes, in cooking. So. Yeah. I didn't see you playing chess. Yeah, no, but... But you are good in geography, you know? You read the book, you know? Just you found the place I was born. Yes. Yeah. I thought it might be interesting because a lot of people may not know where Baku is. Okay, that was the Soviet Union when I was born. Now there are many, many independent states. Yeah. Yeah. Thank you very much. Okay. Good luck. It was a pleasure. And please come back. Thank you. Garry Kasparov, meine Damen und Herren, guys. Sheryl Crow. Thank you. Sheryl Crow. Thank you very much. Come back, please. Have a good time in Paris. Yeah. Come on. Das ist die Idee. Danke, das war's für heute, meine Damen und Herren. Morgen Abend. Dana und Elea Geisler. Vielen Dank, gute Nacht. Wunderbar, diese Fichten. Dabei sind es manchmal Thujas. Was war das hier? Es sind Schlingweiden. Schlingweiden? Schlingweide. Was heißt Weide auf Englisch? Willow? Keine Ahnung. Willow, yes. The wind in the willow blows. Blueberry Hill. The wind in the willow blows. Love's sweet melody. For all the vows we made. Vielleicht könnte ich bei Mr. Kabarov das Gespräch eher auf Fats Domino lenken, weil ich da von den Vokabeln her. Hi, how was your last movie? Das sind Sätze, die ich flüssiger drauf habe. Dieses Schachvokabular habe ich überhaupt nicht, denn. How important is the pawn in chess? Das müsste eigentlich schon reichen, oder? Are you shocked when you lose the queen? I used to play chess in my Volksschule. I always tried to protect the queen with a bishop, which cost me all the pawns. And do you cheat? Heißt betrügen Sie? Cheat heißt. Do you cheat? Es geht schon. Ich werde ihn also. Er macht häufig Urlaub in Kroatien. 50 Tage im Jahr. Fitness. You spend 50 days a year in Croatia. Is it beautiful there? How do you like our willow? My last willow. Oh.
All the 2 million willows in my garden go to my family. Bei der Testament zu öffnen. So. Die Häuser, das betrifft sie nicht, aber sie haben 2000 Schlingpflanzen geerbt. Hier, Mr. Kasparov hat mir eine Widmung reingeschrieben. To Harald Schmidt, to your continued success. Thank you. Very optimistisch. To your continued success. Gary Kasparov, born in Baiku. Und Sheryl Crow live. Tolle Nummer und ja. Tolle Platte. So eine richtige CD, die man durchhören kann. Es gibt ja viele CDs, da kann man nur einen Titel hören oder so und dann die anderen nicht mehr. Aber die kann man durchhören. Das hier habe ich gezeigt. Jetzt kommt diese ganzen Eier hier. Das mal. Wozu brauche ich denn Essig? Ach so, für nachher für das Eierfärben. Ja. Hoffentlich komme ich überhaupt dazu, zu diesem Eierfärben. Das wäre meine große Angst. Ah, was macht mir das Wasser? Haha. Nein, das ist ja isoliert. Nein, es kocht. Aber es ist isoliert, weil, was ich mich frage, ob Starnke jetzt bei Stern TV den Schlauch schon wieder raus hat. Sieht so aus, wie ich, dass uns die kaputt gehen. Ja, passt gut auf. Eins ist mir schon mal runtergefallen, das hat Sven geklebt. Ja, das ist der scharfe Sven, hat das kaputte Ei geklebt, das ist das hier. Und der scharfe Sven hat bald seine eigene Internetshow bei uns, ab 4. April, glaube ich. Ja. Unter www.schmidt.de, die Sven-Olaf-Schmidt-Show. Sven heißt auch Schmidt mit Nachnamen. Es werden nur Mitarbeiter eingestellt, die Schmidt heißen, damit ich mir leichter merken kann. Und das sieht aber toll aus. Da wird einem schon richtig österlich zumute. So. Guck mal hier, ist doch schon toll, oder? Das ist aber was. Super, oder? Ist das ein Hähnchen? Das ist ein Hähnchen, kriegt doch noch Federchen. Oh, das ist ja das Schöne bei diesen Bastelabenden, dass man dann dabei so auch redet. Weißt du, Bernd, das ist ja was sehr, sehr Kommunikatives. So. Jetzt müssten aber meine ersten beiden schon soweit sein. Ich hol die mal. Jetzt habe ich die Eieruhr gar nicht gestellt. Wie funktioniert eigentlich diese Eieruhr? Du musst da unten drehen. Und da ist so ein Fensterchen und da. Wo ist dein Fensterchen? Ja, da nach vorne jetzt. Ja. Ach so. Oh, jetzt habe ich schon auf 28 Minuten gestellt. Null? Ja, was ist das denn? 55? Jetzt kann man es zurückdrehen, ist ja kaputt. Ich mache mal 2 Minuten, um zu hören, wie die klingelt. Lass mich mal 1 Minute. Um zu hören, wie die klingelt. Ist aber auch süß. Was sich diese Eierindustrie alles einfallen lässt, schon mal so kleine Teekesselchen. So, jetzt hole ich die mal raus. Kann ich die schon rausholen oder wie lange müssen die drin bleiben? Na, ich würde es noch 3 Minuten. Du kannst ja mal ein Ei ausblasen zum Aufhängen. Ja, ich blase jetzt mal ein Ei aus. Das war ja immer das, was man als Kind am liebsten gemacht hat. Also ich nicht, aber die anderen. Dazu muss ich es anpieksen. Ach so, man drückt das von unten so hoch, ja, das ja, wusste klar. Ich nicht. Einmal. Hilfe, da muss ich aber die Löcher ein bisschen größer machen, oder? Ja, da ist auch eine Sicherheitsnadel und ein Korkenzieher, wenn du es ein bisschen größer machen willst. Vorsichtig. So. Ah. Oh, vorsichtig. Kann man die nicht vorgebohrt dahinstellen? Soll ich hier mal eins bohren? Ja. Mit der Sicherheitsnadel geht das nicht ganz gut. Ist leer. Ja. So, jetzt kann ich das bemalen. Ja. Mit diesen schönen Ostereimaler, 5 Maler mit Lebensmittelfarben. Aha. Ich mal mit Rot, fange ich mal an. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute aus, produziert wird das in Nesselwang. Oh, im Allgäu. Ja, ein Osterbier. Passend. Süß. Toll. Mit einem Häschen drauf. Ja. Mm-hmm.
Was soll ich draufmalen? Ein lustiges Gesicht mit Ohren. Das Ostern, das passt doch nicht. Ich mal vielleicht eine Blume, oder? So, ja, so ein Ding. Aber mit mehreren Farben. Hä? Keine Lust. Ich hatte schon als Kind keine Lust zum Eier bemalen. Ja, dann hängst du so auf. Das Einzige, was wir gemacht haben, war in der Bäckerei Eier geklaut, Schokoladeneier. Und mir gesagt, gucken Sie mal, ich klaue jetzt. Hör auf mit dem Quatsch. Jetzt haben wir hier, die Farbe ist jetzt okay, oder? Ja, jetzt ist okay. Jetzt können wir mal rüberholen und abschrecken. Ja. Eine schöne Farbe. Super. Ist das dieses berühmte Yves Klein Blau? Nein. Ja, sehr intensiv. Bitte? Sehr intensiv, ja. Und das macht einigermaßen Spaß, aber viel eigentlich auch nicht. Diese ganze Bastelei war nie meine Welt. Und du siehst, das angestochene Ei und das nicht angestochene Ei, kein Unterschied in der Verarbeitung. Naja, willst du es jetzt essen? Wahrscheinlich sind die auch nicht richtig gut. Also. Ob das schon hart ist? Mhm. Ich mache den Test. Oh. Gibt es ja diesen Film, wo Paul Newman 40 harte Eier isst? Ja. Es ist hart. Haben wir Salz? Nö. Schräg. Wird jetzt doch heiß. Ja. Ja, aber nicht von innen, sondern von außen, von diesem Dampf. So, heute ist heute Mittwoch, ja. Der 27.3. Ja. Thema war Unterschrift, Bundespräsident und Chess. Und Stankeschlauch. Ich frage mich, ob sie sehr geschlaucht wirkt. Können Sie mal rüberschalten? Aber gleich wieder zurück. Kurz. Und? Noch im Koma. Okay. So, wir werden das ja heute Abend sehen. Wir werden das morgen hier nachbesprechen. Ich werde es auch vergleichen, ob es besser war als meine Darmspiegelung, die ich bisher hatte. So, sonst fangen dann natürlich Sheryl Crow live. Das ist natürlich ganz wichtig. Sheryl Crow live und Schachgenie Garry Kasparov. So, jetzt kommen wir zu unserer Politikerumfrage und morgen ist ja schon unsere letzte Sendung vor den kleinen Osterfeiertagen. Und morgen kommt auch wieder die große Abstimmung, wie entscheidet unser Team? Ja. Wie wählt unser Team? Denn unser Team wählt natürlich auch. Wenn morgen Wahl wäre, Bundestagswahl, dann würde unser Studiopublikum wie folgt wählen. Wahlberechtigt heute 244 Damen und Herren. Gültige Stimmen 222, entspricht einer Wahlbeteiligung von 91%. Merkst du echt, dass ich diese lockere Karl-Heinz Köpke-Selig-Haltung mittlerweile drauf habe? Früher hatte ich immer diese Anfänger. Hoffentlich fällt mir das Blatt nicht aus der Hand. Ja, jetzt habe ich diese Tagesschau-Sprecherhaltung. Und nun das Wahlergebnis, meine Damen und Herren. Da gab es mal Riesenaufregung, weil Karl-Heinz Köpke sich im Urlaub einen Schnauzbart hat wachsen lassen. Oh, das habe ich auch gesehen. Können wir auch mal einen Schnauzbart wachsen lassen? Im Urlaub vielleicht oder so. Vielleicht auch nicht. Du bist doch nochmal nah im Urlaub mit so... Ne, bist du nicht mal mit so einem Bart? Ne, wir hatten mal einen Bart angeklebt. Ja, genau. Nach dem Urlaub aus Karl-Heinz Köpke. Und hat einen Prozess geführt gegen Wilhelm Stöck. Weil Wilhelm Stöck angeblich, als er gekündigt wurde, immer geraschelt hat im Off, während Köpke vorgelesen hat. Das stört er auch. Mach mal, raschel mal ein bisschen, wie sehr das stört, wenn ich lese. Und nun das Wahlergebnis. Das stört schon. Also mich stört's. Mich stört's. Ja. Mach nochmal. Das raschelt. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, ob nicht Köpke bei Stöck geraschelt hat. Ich auch nicht. Du kennst die beiden gar nicht mehr. Doch, das war vor deiner Zeit. Nein, kennst du eigentlich noch Bastel mit Tante Erika? Das war früher der Knaller, oder? Im Bayerischen Rundfunk. Bastel mit Tante Erika. Da habe ich dran gedacht, als ich... das ist hier aber jetzt schon, das riecht schon sehr verbrannt. Als ich jetzt hier mit den Eiern... Wenn morgen Bundestagswahl wäre, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann wie folgt. Auf die CDU, CSU 25,2%.
Die SPD 27,9%. Die Grünen 15,3%. Die FDP 24%. Dieses Tütchen Iris heißen die, glaube ich, dieses kleine Tütchen. Das kleine Tütchen Iris. Iris Eierfarben. Genau. Aha. Oh, hier sind ja auch die Malstifte. Und hier sind die Eierfarben zum Marmorieren. Und das hier sind die Bänder. Das ist ja immer das Allerschwierigste, das Band ranzukriegen. Und ich muss ja noch auspusten. Ja. Aber doch nicht die harten. Nein. Jetzt gebe ich mal die Eierfarben rein. So, einfach aufmachen, ja, und reingeben. Naja, eins. Wie eins? Sind das mehrere sind, da drin? Ja, sind unterschiedliche Farben. Kennst du das? Also, nur vom Zugucken, wie es andere gemacht haben. Ich habe es als Kind schon nie gerne gemacht. Ich gebe mal dieses Grün da rein, oder? Ja. Oder Blau? Ja. Grün oder Blau, was jetzt? Mama, Blau. Blau. Wie geht das auf? Das bröselt. Ist das giftig? Oh, das ist aber ein schönes Blau. Kann man das mal sehen? Ich kann es mal euch da hinten zeigen. Das ist ein schönes Blau. Ja, super. Ist das nicht eher Indigo? Möglich. Was hast du eigentlich für Stroh da auf dem Tisch? Bitte? Was ist das für Stroh? Ich bastel so ein Heutierchen. Oh. So ein Hähnchen. Ja? Das ist aber mit das Schwierigste. Ach, das geht. Ein Heutierchen. Ein Heutierchen. Hast du keinen Heuschnupfen oder so eine Allergie? Doch, aber... Ich brauche jetzt dringend eine Allergie, habe ich festgestellt. Wenn du keine Allergie hast... Jawohl, das ist Basteln wie bei Mutti. Auf! Jawohl! Manuel Andrack oder wie wir früher in der Zone gesagt haben, IM Laubsäge. Diese Heutierchen sind ja mit vom Schwierigsten. Ja, aber ich habe heute Mittag geübt. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist jetzt der Schnabel hier, dieser Holz. Ich stelle mal hier runter ein bisschen. Das blubbert. Du kannst ja mal die Eier zeigen, die wir geschickt bekommen haben. Oh, die sind ja, also da muss man wirklich sagen, liebe Lucia, 65 Jahre alt aus Duisburg, hat uns bemalte Eier geschickt. Und das muss man sagen, das sind kleine Meisterwerke. Das sind kleine Meisterwerke. Schauen Sie mal das hier an. Ganz vorsichtig muss man damit umgehen. Motive aus der Show gemalt. So. Einfach aufmachen, ja, und reingeben. Naja, eins. Wie eins? Sind das mehrere sind, da drin? Ja, sind unterschiedliche Farben. Kennst du das? Nur vom Zugucken, wie es andere gemacht haben. Ich habe es als Kind schon nie gerne gemacht. Ich gebe mal dieses Grün da rein, oder? Ja. Oder Blau? Ja. Grün oder Blau, was jetzt? Mama, Blau. Blau. Wie geht das auf? Das bröselt. Ist das giftig? Oh, das ist aber ein schönes Blau. Kann man das mal sehen? Ich kann es mal euch da hinten zeigen. Das ist ein schönes Blau. Ja, super. Ist das nicht eher Indigo? Möglich. Was hast du eigentlich für Stroh da auf dem Tisch? Bitte? Was ist das für Stroh? Ich bastel so ein Heutierchen. Oh. So ein Hähnchen. Ja? Das ist aber mit das Schwierigste. Ach, das geht. Ein Heutierchen. Ein Heutierchen. Hast du keinen Heuschnupfen oder so eine Allergie? Doch, aber... Ich brauche jetzt dringend eine Allergie, habe ich festgestellt. Wenn du keine Allergie hast... Jawohl, das ist Basteln wie bei Mutti. Auf! Jawohl! Manuel Andrack oder wie wir früher in der Zone gesagt haben, IM Laubsäge. Diese Heutierchen sind ja mit vom Schwierigsten. Ja, aber ich habe heute Mittag geübt. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist jetzt der Schnabel hier, dieser Holz. Ich stelle mal hier runter ein bisschen. Das blubbert. Du kannst ja mal die Eier zeigen, die wir geschickt bekommen haben. Oh, die sind ja, also da muss man wirklich sagen, liebe Lucia, 65 Jahre alt aus Duisburg,
hat uns bemalte Eier geschickt und das muss man sagen, das sind kleine Meisterwerke. Das sind kleine Meisterwerke. Schauen Sie mal das hier an. Ganz vorsichtig muss man damit umgehen. Motive aus der Show gemalt. Kann ich die hier an die Schlingweide hängen? Na klar. Aber nicht, dass uns die kaputt gehen. Ja, passt gut auf. Eins ist mir schon mal runtergefallen, das hat Sven geklebt. Ja, das ist der scharfe Sven, hat das kaputte Ei geklebt, das ist das hier. Und der scharfe Sven hat bald seine eigene Internetshow bei uns, ab 4. April, glaube ich. Ja. Unter www.schmidt.de, die Sven Olaf Schmidt Show. Sven heißt auch Schmidt mit Nachnamen. Es werden nur Mitarbeiter eingestellt, die Schmidt heißen, damit ich mir leichter merken kann. Und was will ich draufmalen? Ein lustiges Gesicht mit Ohren. Für Ostern, das passt doch nicht. Ich meine vielleicht eine Blume, oder? So, ja, so ein Ding. Aber mit mehreren Farben. Hä? Keine Lust. Ich hatte schon als Kind keine Lust zum Eier bemalen. Ja, dann hängst du so auf. Das Einzige, was wir gemacht haben, war in der Bäckerei Eier geklaut, Schokoladeneier. Und mir gesagt, gucken Sie mal, ich klaue jetzt. Hör auf mit dem Quatsch. Jetzt haben wir hier, die Farbe ist jetzt okay, oder? Ja, jetzt ist okay. Jetzt können wir mal rüberholen und abschrecken. Ja. Eine schöne Farbe. Super. Ist das dieses berühmte Yves Klein Blau? Nein. Ja, sehr intensiv. Bitte? Sehr intensiv, ja. Und das macht einigermaßen Spaß, aber viel eigentlich auch nicht. Diese ganze Bastelei war nie meine Welt. Und du siehst, das angestochene Ei und das nicht angestochene Ei, kein Unterschied in der Verarbeitung. Naja, willst du es jetzt essen? Wahrscheinlich sind die auch nicht richtig gut. Also. Ob das schon hart ist? Mhm. Ich mache den Test. Oh. Gibt es ja diesen Film, wo Paul Newman 40 harte Eier isst? Ja. Es ist hart. Haben wir Salz? Nö. Es ist nicht ganz hart, aber es hat eigentlich den idealen Härtegrad. Okay. Schmeckt gut. Hätte man doch mehr auskühlen lassen sollen. Seit 17 Jahren Platz 1 der Welt, Rangliste im Schach, Garry Kasparov. So you stop your cooking career, huh? Yes. It's dangerous. Do you also... No. I looked at you and decided to stay away. Yeah. But you don't do this in Russia? No, somebody does. Not me. I play chess. You play chess. Nothing else. How long every day? Other... Jetzt gebe ich mal die Eierfarben rein. So. Einfach aufmachen, ja. Und reingeben. Naja, eins. Wie eins? Sind das mehrere sind, da drin? Ja, sind unterschiedliche Farben. Kennst du das? Also, nur vom Zugucken, wie es andere gemacht haben. Ich habe es als Kind schon nie gerne gemacht. Ich gebe mal dieses Grün da rein, oder? Ja. Oder Blau? Ja. Grün oder Blau, was jetzt? Mama, Blau. Blau. Wie geht das auf? Hier, das bröselt. Ist das giftig? Oh, das ist aber ein schönes Blau. Kann man das mal sehen?
Ich kann es mal euch da hinten zeigen. Das ist ein schönes Blau. Ja, super. Ist das nicht eher Indigo? Möglich. Was hast du eigentlich für Stroh da auf dem Tisch? Bitte? Was ist das für Stroh? Ich bastel so ein Heutierchen. Oh. So ein Hähnchen. Ja? Das ist aber mit das Schwierigste. Ach, das geht. Ein Heutierchen. Ein Heutierchen. Hast du keinen Heuschnupfen oder so, eine Allergie? Doch, aber... Ich brauche jetzt dringend eine Allergie, habe ich festgestellt. Wenn du keine Allergie hast... Jawohl, das ist Basteln wie bei Mutti. Auf! Jawohl! Manuel Andrack, oder wie wir früher in der Zone gesagt haben, IM Laubsäge. Diese Heutierchen sind ja mit vom Schwierigsten. Ja, aber ich habe heute Mittag geübt. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist jetzt der Schnabel hier, dieser Holz. Ich stelle mal hier runter ein bisschen. Das blubbert. Du kannst ja mal die Eier zeigen, die wir geschickt bekommen haben. Oh, die sind ja, also da muss man wirklich sagen, liebe Lucia, 65 Jahre alt, aus Duisburg, hat uns bemalte Eier geschickt. Und das muss man sagen, das sind kleine Meisterwerke. Das sind kleine Meisterwerke. Schauen Sie mal das hier an. Ganz vorsichtig muss man damit umgehen. Motive aus der Show gemalt. Kann ich die hier an die Schlingweide hängen? Na klar. Aber nicht, dass uns die kaputt gehen. Ja, passt gut auf. Eins ist mir schon mal runtergefallen, das hat Sven geklebt. Ja, das ist der scharfe Sven, hat das kaputte Ei geklebt, das ist das hier. Und der scharfe Sven hat bald seine eigene Internet. Was soll ich ihn draufmalen? Ein lustiges Gesicht mit Ohren. Das ist Ostern, das passt doch nicht. Ich mal vielleicht eine Blume, oder? So, ja, so ein Ding. Aber mit mehreren Farben. Hä? Oh, ich hab keine Lust. Ich hatte schon als Kind keine Lust zum Eier bemalen. Dann hängst du so auf. Das Einzige, was wir gemacht haben, war in der Bäckerei Eier geklaut, Schokoladeneier. Und mir gesagt, gucken Sie mal, ich klaue jetzt. Hör auf mit dem Quatsch. Jetzt haben wir hier, die Farbe ist jetzt okay, oder? Ja, jetzt ist okay. Jetzt können wir mal rüberholen und abschrecken. Ja. Eine schöne Farbe. Super. Ist das dieses berühmte Yves Klein Blau? Nein. Ja, sehr intensiv. Bitte? Sehr intensiv, ja. Und das macht einigermaßen Spaß, aber viel eigentlich auch nicht. Diese ganze Bastelei war nie meine Welt. Und du siehst, das angestochene Ei und das nicht angestochene Ei, kein Unterschied in der Verarbeitung. Naja, willst du es jetzt essen? Wahrscheinlich sind die auch nicht richtig gut. Also. Ob das schon hart ist? Mhm. Ich mache den Test. Oh. Gibt es ja diesen Film, wo Paul Newman 40 harte Eier isst? Ja. Es ist hart. Haben wir Salz? Nö. Es ist nicht ganz hart, aber es hat eigentlich den idealen Härtegrad. Okay. Schmeckt gut. Hätte man doch mehr ausbilden lassen sollen. Seit 17 Jahren Platz 1 der Welt, Rangliste im Schach, Garry Kasparov. So.
So you stop your cooking career, huh? Yes. It's dangerous. Do you also? No. I looked at you and decided to stay away. Yeah. But you don't do this in Russia? No, somebody does. Not me. I play chess. You play chess. Nothing else. How long? How long? Yeah, every do day? Other